Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte Ingo Thüringen. Aktuell fahren wir unseren Beführungskurs ein von Feld Nr. 38. Letzten Kurs habe ich wahrscheinlich nicht gespeichert. Wahrscheinlich. Darf ich aber mit denen ja speichern, ne? Wir haben einen Hänger nicht leer gemacht, aber das macht nichts. Nicht so tragisch. Schlimmeres. So. Hier werden wir auch gleich nicht dicht durch Silo fahren, sondern außen herum. Ich glaube zwar nicht, dass ich die Dinger nochmal voll machen werde, aber ich schließe es mal nicht aus. Da kommen wir gar nicht mehr so gut durch. Halt mal zu fest, aber wir fahren hier durch die Bäume. Ab durch die Böschung. Kurz raus. Den fahren wir rechts rüber. Warum nur einfahren lassen? Ups. Geben wir Gas. Sportlich wie wir sind. Beide voll. Fahren wir ein bisschen am Straßenrand dran. Speichern, die Überführung. Der Flugmeister machen wir später. Ja, dann kommen alle drei auf einmal, ne? Das ist typisch. Machen wir erstmal die Dresche fertig, dass es fertig wird. Kalten können wir auch hinterher zur Not. Ja, jetzt machen wir jetzt ein bisschen anders machen. Einen entsprechenden LKW zu finden, ist ja auch nicht so. Beziehungsweise Traktor. So, wo ist er? Wo ist er? Ein paar Meter haben sie ja schon geschafft, ne? Jetzt kommen wir auf etwas längere Bahn. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen schneller. So. Blocking. Wird über Blocking. Ich hätte erst einen roten nehmen müssen, wäre besser gewesen. So hat er ein bisschen Vorsprung, also muss er warten. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Also 15 Minuten oder, ja, oder 18. Ich versuche immer, um die 20 Minuten zu spielen. Ohne Zeitvorgabe und von Countdown-Zähler, kann man sagen, würde das gar nicht funktionieren. Würde ich total vergessen. So, wenn da. Kann sie leer machen. Sobald das erledigt ist, müssen wir gleich um den Kalkfahrer kümmern. Wieso muss der andere warten? Nicht ganz so richtig gemacht.
Aber da die am Verband eingestellt sind, ist es ganz gut, dass es so ist. Sonst wäre das ein Problem, spätestens wenn die sich entgegenkommen. Ein bisschen zurückfahren. Weil die kennen da nichts, die fahren immer nur Haufen, ne? Mal ganz kurz gucken, wo unser. Das ist der andere hier. Schau mal, ob der vom Deckel auf hat. Wo er steht. Könnte ich verkehrt umliegen? Komm, mach Deckel auf. Glaubst du gar nicht. Verkehr steckt er fest, aber der Deckel macht dann nie auf. Muss ich ihn lassen? Zum Glück. Hat er keine Kollision. Das muss man alle wegfahren, sonst können wir garantiert sein, dass die sich hier voll lieb haben. Das möchte ich nicht. So. Leute, im Oktober kommt ein DLC mit Glas raus. Über 35 Geräten und Fahrzeugen. Da kommt eine ganz neue Erfahrung. Wie ist er eingestellt? Und da wollen wir nachziehen. Das geht so nicht. Gut, er macht seine Arbeit. Dann kümmern wir uns um die anderen. Ja, da kommen ein paar Liter zusammen, ne? Wird sich lohnen. Können wir schön verkaufen mit der Preisstand. Junge Lauf, Junge Lauf. Gestern der Film? Fällt der Name gar nicht ein oder so ähnlich. Wir sprinten. Ja, am Weitsprung. Upsala. So, der ist ja auch so ziemlich voll. Wir haben gleich auch einen LKW.
Ablan. Das kann man übrigens auch mit Crossplay machen. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht, ob es schon funktioniert. Und ich denke mal, wir haben aktuell 3, 4 Cosplay-Kurse im Betrieb. Mehr geht auch, keine Frage. Und wenn alle 3 oder alle 4 oder 5 nicht funktionieren, dann ist man ständig im Reinspringen und korrigieren. Das bringt dann auch nichts. Wir wollen die Sache mit mir machen, also nebenbei noch arbeiten, das ist auch sinnvoll. Ne? Schauen und ein bisschen Geld verdienen und dann können wir noch ein bisschen dazu kaufen. Wir müssen auf jeden Fall noch eine weitere Mähdresche haben. Dafür in der kürzeren Zeit abernten können. Sämaschinen, also mit 2, das reicht schon. Kalkstreue habe ich glaube ich noch 2. Ich habe neulich ein Video gesehen, ein Live-Video von einer Maisernte. Also das war ja eine Schlammschlacht ohne Gleichen, ne? Also nach dem Motto, ein Traktor schafft das nicht, wir müssen mit 2 durchziehen, durch den Schlamm. Und da lohnt sich hinterher Waschenarbeit. Aber die haben das Zeug mit der sogenannten Maus überladen auf einen anderen LKW. Weil wenn die jetzt vom Acker gefahren werden mit so einem Dreck, glaub mir, da wäre die Polizei gekommen. Ja, hier können wir nicht daneben fahren. Aber warten wir, bis er anhält und Platz macht. Schon bei knappe 90%. Kann nicht mal lang dauern. Ups, jetzt zurückfahren. Habe ich eine Zahl genommen? Wie weit denn noch? Wie war das so? Kann ich nicht. Dann muss ich erst fahren. Meine Methode ist gut. Fahren wir mal ein bisschen zurück. Dann haben wir ja keinen Stress. Weil die Drescher nämlich gleich rüberziehen. Da steht der Hund. Alter. Und wenn wir zurückkommen noch, rückwärts fahren, aus dem Streifen rauskommen. Dann können wir gleich an den Schwarten rangehen. Und der ist ja auch schon Anführungszeichen sehr gut gefüllt. Also wenn die Zeitangabe stimmt, mit der Ernte, mit der Zeit, in einer Stunde ungefähr,
dann ist es ungefähr 4 Folgen. Insgesamt. Also wir haben schon eine geschafft. Also noch 3. Das wären, ja, das Wochenende. Ganz pauschal. Und dann müssen wir noch die 5. Das Haferfeld ist ein bisschen kleiner. Aber da können wir gleich einen Überführungskurs einfahren. Dann wäre das auch gleich erledigt. Mit einem anderen LKW. So, dann können wir den gleich von da oben fahren. Im Grunde hätten wir da oben auch ein, ja, das ist jetzt ein bisschen, da muss ich jetzt flexibel sein, auf jeden Fall. Weil ich möchte ja nicht, dass die LKWs sich kreuzen. Das heißt, auf Deutsch, wenn ich hier anfange, also hier auf der Spitze ungefähr, und fahre jetzt hier oben lang. Weil reell könnte ich das sowieso nicht drehen, weil links wäre ja eine Fruchtrinne. Kann durchaus passieren in Zukunft, dass da schon was steht, wo wir nicht rüberfahren dürfen. Also fahren wir jetzt schön die Straße entlang. Und oben an der Straße am nächsten Abzweig, Feldweg kann man sagen, fahren wir rechts rein, nehmen wir Gas weg. Lass uns ein bisschen ausrollen und den bremsen. Also eine spitze Kurve hier. Jetzt fahren wir hier runter. Mit Vollgas. Müssten wir bald wieder auf eine andere Karte kommen und eine Karte machen. Das ist Verkaufsstation. Da wollen wir nicht hin. Aber wir müssen den Weg sowieso nehmen. Muss man die Karte nicht anlassen. Muss man so schauen, dass wir da, dann fahren wir rechts vorbei. Fahren wir hier runter. Und dann fahren wir auf der Hauptkasse raus. Schön die Geschwindigkeit rausnehmen. Jetzt können wir wieder innen fahren. Und die Karte können wir ausmachen. Da müssen wir schauen nachher, wie wir am besten erfahren, weil der eine LKW steht ja normalerweise. Da müssen wir mal gucken, aber da machen wir am besten. Ja, das ist typisch. Kann dann gar nicht gucken. So. Die Bäume schon gewachsen. Eine schon gewachsen. Fahren wir zum Lager.
fahren wir hier rüber. Geben mal Außenansicht, besser sehen zu können. Fahren wir oben hier runter. Und fahren jetzt vom Feld zurück. Immer schön rechts fahren. Immer ganz gut. Also rechts fahren, auf der rechten Seite. Hier muss ich mal schauen. Schon wieder einer voll. Junge, die zieht doch was hin. Du. Ja, das macht nicht, das sind wir schon durch. Es ist wichtig, wenn wir beide Felder zur gleichen Zeit machen, dass die sich gerade in den Augenblick blockieren, weil einer da steht. Ganz gut, dass er schon gestanden hat. Da kann man das ein bisschen umgehen, das Problem. Egal was jetzt hier ernten, das kann alles in die Lager reingefahren werden. So, jetzt das gleiche, wir speichern auch ab. Haben wir auch Überführung. Das ist Feld 60. So. Speichern. Wir gucken mal, wo er ist. Da ist er ja. Ja, ne? Dann, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wieder freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Dann sage ich auch mal danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao, bis dann. Ne? Bis ja, morgen vielleicht, ne? Ciao, ciao.